Und nur wenige Stunden vorher hat mutmaßlich ebenfalls die israelische Armee in Syrien mit Raketen ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus angegriffen. Dabei wurden 13 Menschen getötet, unter ihnen 7 Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden. Jetzt droht Irans Staatsoberhaupt Khamenei Israel mit Vergeltung. Katharina Willinger verfolgt die Entwicklungen für uns zugeschaltet aus Istanbul. Katharina, wie ernst muss man diese Drohungen aus Teheran nehmen? Nun, also die Gefahr, dass dieser Konflikt zwischen Israel und Iran jetzt weiter eskaliert, ist seit gestern definitiv gestiegen. Das kann man natürlich auch an der Aussage von Ali Khamenei nochmal ablesen, die er heute gemacht hat. Unsere tapferen Männer werden das boshafte Regime bestrafen, sagte er so wörtlich. Das ist sehr konkret, finde ich, auch konkreter als bei früheren Drohungen. Das könnte heißen, dass iranische Streitkräfte tatsächlich selbst eingreifen. Ich halte es nach wie vor aber für unwahrscheinlich, dass sie die direkte Konfrontation mit Israel suchen. Lieber sind im Iran Stellvertreter Kriege, Schattenkriege im Jemen beispielsweise oder in Syrien. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass man israelische Stellungen, Einrichtungen in der Region eingreift oder Stellungen der Amerikaner als Verbündeten. Wichtig finde ich aber die Frage, warum tut Israel das? Geht es jetzt nur darum, iranische Strippenzieher, die ja unbestritten eine große Gefahr für Israel dastehen, auszulöschen? Oder geht es auch darum, den Konflikt weiter zu öffnen, indem dann die Hisbollah in den Konflikt eingreift und man eine Art Präventivkrieg führen kann, denn diese Stimmen gibt es ja innerhalb der israelischen Politik und jede weitere Provokation gegen den Iran könnte natürlich dazu führen. Dankeschön für diese Einschätzungen, Katharina Willinger.